So ein kleiner Tisch ist echt verdammt praktisch. Das merkt man vor allem dann, wenn man an der Stelle vorher keinen hatte. Am besten ist es, wenn der Tisch sogar genau die Maße hat, die man wollte und so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Das geht natürlich am besten, wenn man ihn selber baut. Das habe ich gemacht und zwar mit möglichst günstigen Materialien, aber trotzdem ein paar schönen Details. In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ich diesen Couchtisch gebaut habe, welche Materialien und Werkzeuge dafür benötigt werden und wie ihr sowas auch hinbekommt. Viel Spaß dabei! Ich habe mir für dieses Projekt eine Dreischichtplatte besorgt. Das ist ein verhältnismäßig günstiger Holzwerkstoff, der aber trotzdem einigermaßen gut aussieht und ziemlich stabil und verzugsfrei ist. Zuerst habe ich mir grob zwei kleine Platten abgesägt. Die waren natürlich rechteckig, aber ich wollte einen runden Tisch bauen, also brauchte ich Kreise. Mit einer Oberfräse und einem Fräszirkel überhaupt kein Problem. Meine beiden fertigen runden Platten habe ich dann mit meinem Exzenterschleifer und einem 60er Papier einmal grob geschliffen, nur um den Ausriss und ein paar eventuelle kleine Unebenheiten wegzubekommen. Beim Schleifen achte ich natürlich immer darauf, dass ich nie zu lange an derselben Stelle bleibe und zwischendurch fahre ich auch gerne immer mit der Hand drüber, um zu kontrollieren, ob alles auch wirklich gleichmäßig ist. Das hat erstmal so gepasst, alles Feinere kommt später. Dann war es wichtig, dass ich mir die beiden schönsten Seiten raussuche, die ich später im Sichtbereich haben möchte. An den Kanten wollte ich eine 45 Grad Phase, bei der oberen Platte an der Unterseite und bei der unteren Platte an der Oberseite. Das habe ich am Frästisch erledigt. Das war zwar echt staubig, aber das Ergebnis hat mir super gefallen. So sollte es dann fertig aussehen, aber natürlich mit einem kleinen Abstand dazwischen, 12 cm um genau zu sein. Dafür habe ich einen billigen Besenstiel benutzt. Aber zuerst war es wichtig zu wissen, an welchen Positionen die Abstandshalter überhaupt hinkommen sollten. Genau in der Mitte hatte ich noch ein kleines Loch von meinem Fräszirkel. Da habe ich einfach einen 90 Grad Winkel hingelegt und mir dann ein Kreuz angezeichnet. An den vier Linien habe ich dann immer vom Rand ein paar Zentimeter entfernt gleichmäßige Markierungen angezeichnet, so dass vom Rand noch ein wenig Platz war zu den Löchern, die ich dann mit einem passenden Forstnerbohrer an den Markierungen gebohrt habe. Vorher musste ich die Markierungen aber noch übertragen. Kleinen Übertragungsspitzen, Stöpsel, keine Ahnung wie die Dinge heißen, sind für solche Zwecke extrem hilfreich. Einfach in die Löcher stecken, die beiden Platten übereinander legen, einmal fest andrücken und schon hatte ich an beiden Platten Löcher an den exakt gleichen Stellen. Jetzt konnte ich wieder an die Tischbohrmaschine und mit Hilfe des Tiefenstopps alle Löcher bohren. Oh.
Um 4 genau gleich lange Teile vom Besenstiel abzusägen, habe ich meine Kappsäge und einen Anschlag verwendet. Der Anschlag garantiert quasi 100%ige Wiederholgenauigkeit. Und die ist bei solchen Arbeiten mit das Wichtigste. Mein Forstner Bohrer war leider einen Tick zu groß, ich hatte keinen passenderen, aber diese kleinen Lücken stören mich nicht. Ich habe mir diese dünnen Messingstäbe besorgt, die wollte ich an den Seiten als dekoratives Element einarbeiten. Natürlich nicht komplett drumherum, weil ich wollte ja noch eine Ablagefläche. Damit ich beide Platten gleichzeitig bearbeiten konnte, habe ich mir solche kleinen Stöpsel zugesägt, zum Zusammenhalten in der richtigen Position. An einer Platte brauchte ich durchgehende Löcher, an der anderen aber nur bis zur Mitte des Materials. Also war es wieder Zeit für den tiefen Stopp. Bevor ich das alles zusammenbauen konnte, musste ich es noch final schleifen. Zuerst habe ich alle Risse und Löcher mit etwas Holzspachtelmasse gestopft. Dann habe ich die Platten bis auf 180er Körnung geschliffen. Dann habe ich alles noch schön abgepustet und dann war es an der Zeit für einen kleinen Testzusammenbau, um sicherzugehen, dass ich alle Löcher richtig gebohrt habe, bevor ich irgendetwas final befestige. Dani's Werkstatt. Ich bin nicht gerade der größte Fan von dieser hellen Nadelholzoptik. Deswegen habe ich ein färbendes Öl verwendet. Das macht den Tisch nicht nur dunkler und schöner, sondern verleiht dem Ganzen auch ein wenig mehr Widerstandsfähigkeit und gibt dem Tisch einen gewissen Seidenglanzeffekt. Ich habe 2 Schichten davon aufgetragen und war mit dem Ergebnis echt zufrieden. 5 Euro bei Aldi. Die Tischplatte war soweit fertig, also musste ich mich nur noch um einen passenden Standfuß kümmern. Dafür habe ich einfach ein altes Kantholz benutzt. Wo ich gerade beim Sägen bin, kurz etwas ganz anderes. Alexander, wer auch immer du bist, vielen, vielen, vielen Dank für diese Featherboards. Ich hatte schon ganz vergessen, dass ich mir mal diese Amazon-Wunschliste eingerichtet habe und den Link in der Beschreibung habe. Cool, dass du draufgeklickt hast und mir einfach etwas gekauft hast, das war das erste Mal. Dankeschön, weiter geht's. Meine fertig zugesägten Teile wollte ich mir dann zu 2 solchen Elementen zusammenbauen, die ich dann per Überplattung überkreuzen konnte, um am Ende 4 gleichmäßige Standbeine zu haben. Auch hier war der Anschlag an meiner Kappsäge verdammt wichtig für die Wiederholgenauigkeit.
Ich war irgendwie zu dämlich dafür, den Aufnahmeknopf zu drücken, als ich die Überplattung gesägt habe, aber ihr seht ja das Endergebnis. Mit Hilfe von ein wenig Holzleim habe ich die beiden Teile miteinander verbunden. Während das abgebunden hat, habe ich mich um ein paar optische Details an meinen Beinen gekümmert. Nicht an meinen Beinen, die Tischbeine. Auch hier habe ich die Löcher mit Holzspachtelmasse versiegelt und alles ordentlich glatt geschliffen. Zum Zusammenbauen habe ich nur Leim verwendet. Ich habe alles mit ein paar Nägeln fixiert, aber die sind nicht zur Stabilität da, sondern nur ein Ersatz für Schraubzwingen, um alles festzuhalten, bis es trocken ist. Mit Hilfe dieses relativ dicken Senkbohrers habe ich dann Löcher gebohrt, um das Ganze später an der Tischplatte zu befestigen. Die Löcher haben bewusst einen etwas größeren Durchmesser als meine Schrauben später, als Spielraum für eventuelle Holzbewegung. Ich habe noch einmal drüber geschliffen, um die Leimrückstände wegzubekommen, alles einmal abgepustet und dann konnte ich das Gestell schon färben. Dafür habe ich eine schwarze Farbe benutzt, durch die trotzdem noch die Holzmaserung ein bisschen sichtbar bleibt. Nach zwei Schichten Farbe sah das Gestell dann so aus. Ich finde, diese Zierfräsungen an den Beinen kommen mit der Farbe nochmal deutlich besser rüber. Dann war ich auch schon fast am Ende. Ich habe das Tischgestell an der Unterseite positioniert, mit einem Maßband ausgerichtet und dann festgeschraubt. Zu guter Letzt habe ich solche selbstklebenden Gummipads unten angebracht. Später habe ich die durch schwarze Filzgleiter ersetzt, weil die mir optisch nicht gut gefallen haben. Aber bis auf diese Kleinigkeit war ich endlich fertig. Das war der allererste Tisch, den ich jemals gebaut habe, bis auf meine Werkbank, falls man das dazu zählen kann. Ich denke, dafür habe ich mich ganz gut geschlagen. Was sagt ihr dazu? Klar, ein paar Dinge hätte ich definitiv besser machen können, aber daraus lernt man. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Servus.